Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mythisch Plus. Heute mal in der Belagerung von Boralos unterwegs. Und heute auch immer noch mit den Affixen verstärkt, blutig, schrecklich und erweckt. Und wir spielen hier mit einem Feuermagier, einen Schutzkrieger, einen Verwüstungsdämonenjäger, einen Furorkrieger und einen Wiederherstellungsdruiden. Ja, hier die Russen sind auch wieder vertreten, die können immer gut spielen. Und zu Beginn haben wir direkt hier die beiden Hellebardier gepult. Also ich habe einen Ninja-Pult, einfach damit die Combustion auch einigermaßen hier am Anfang direkt gut geused wird. Und ja, damit wir das Ganze einfach schneller spielen und den Hellebardier, der hier patrouilliert auf der Brücke, da was das hier ist, ja, das will den einfach mitpullen und nicht einzeln spielen, das würde Zeit kosten. So, hier die Vans hier mal rein übrigens, da solltet ihr jeden Bracken, Wasser, Blitz unterbrechen. Und das Schild muss man gar nicht unterbrechen, falls man einen Magier in der Gruppe hat, denn der kann das Zauber rauben. Und da ist ein Prag-Wasserblitz durchgekommen auf den Druiden. Unlucky. Ja, auf jeden Fall das Schild muss man nicht unbedingt unterbrechen, weil das, wie gesagt, der Magier in eurer Gruppe Zauber rauben kann. Wenn man aber keinen Magier drin hat in der Gruppe, dann sollte man auch das unterbrechen. So, jetzt kommen wir schon direkt zu einer blöden Gruppe mit Blutig aktiv, weil wir hier zwei Schützen aktiv haben und zwei Fußsoldaten. Und die Fußsoldaten, ihr seht, der Tank zieht die schon weg, weil er genau weiß, wenn die da sterben, dann droppt da auch eine Blutigpfütze und die Schützen würden sich einfach hochheben. Und das ist schon einer der Vibe-Gründe auch in diesem Dungeon. Hier kann man schon mal gerne viben. Ist bestimmt den einen oder anderen auch schon bei euch passiert. Und ja, vor allem, wenn man nicht aufpasst und die nicht wegzieht. Jetzt haben wir hier das Problem, der eine Schütze ist gestorben, aber gar kein Problem. Wunderbarer Typhoon vom Heal-Droiden hat er gut reagiert. Und dann haben wir das Ganze hier ziemlich clean gespielt. Hat sich nichts groß gehealt. Perfekto gespielt. Und ja, jetzt geht's ja weiter. Fußsoldaten von Kultira sind ein bisschen unlucky, dass er da reingeht und sich jetzt healt. Zum Glück ist das kein gefährlicher Mob und der hat generell auch wenig HP. Jetzt hat er hier sogar seinen hindernden Haken auf mich gemacht. Der tickt auch schon böse auf Stufe 20. Ihr seht, ich traue ein bisschen an HP. Aber gar kein Problem. Hielt der Healer weg. Und dann haben wir jetzt hier in die nächste Zone und hier sind die ganzen Fußsoldaten mit so einem anderen Typen. Da kämpfen wir einmal einen Fußsoldat gegen eine Schlechteren. Die üben quasi und wenn man nicht die Schlechteren vorher taggt, ihr seht, der Krieger hat mit heldenhafter Wurf die Leute mit 30% einmal angehauen. Falls man das nicht macht, kriegt man keine Prozente und das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr Tank spielt, die mit 30% erstmal zu hitten und nicht die Fußsoldaten anzugreifen. Denn wenn ihr die Fußsoldaten angreift, dann sterben die Mobs mit 30% instant und die Prozente gehen einfach ins Nichts. Und ihr habt eventuell später Prozente-Probleme, falls ihr nicht den ganzen Dungeon cleart. Und das macht man ja gewöhnlich nicht in 20er Keys, von daher muss man da schon ein bisschen aufpassen, dass man die 30% Mobs taggt. Und dann haben wir jetzt hier den ersten Obelisken angeklickt mit den Fleischbestien. Na, das ist gut, hat sich gut... Oh, ist gut sich... was? Auf jeden Fall, es war ganz gut für mich, weil ich eben die Combustion hier reinziehen konnte und das Ganze hier easy peasy alles getötet habe. Perfekto. Und ja, ihr seht, ich spiele immer noch mit dem kleinen 1-Minute Combustion-Bild. Ja, habe ich ja jetzt auch schon oft gesagt. Da will man einfach die Combustion so oft wie möglich nutzen und würde ich euch auch empfehlen, den Build zu spielen, falls ihr dann ein paar Mastery Corruptions habt und viel Random M Plus spielt. Dazu muss ich aber auch sagen, ab 20 Plus, ja vielleicht 21 Plus, ist wahrscheinlich doch wieder der Meteor-Build der Pick, weil eben die Mobs dann mehr HP haben und ihr die Gruppen dann auch immer die schwierigen Gruppen deleten könnt und bei diesem Bild ist halt so, da deletet man einfach für jede Gruppe. Aber ja, kommt auch von Dungeon zu Dungeon unterschiedlich, also kann man auf jeden Fall spielen diesen Bild, der macht eventuell auch für den einen oder anderen mehr Spaß und ist auch nicht ganz so schwer zu spielen mit Double On Use in Mythisch Plus. Und ja, das ist jetzt gut, dass ich hier wieder die Combustion ready habe. Mit Meteor-Bild hätte ich die jetzt ja nicht ready gehabt, denn das ist auch durchaus eine gefährliche Gruppe, eben weil hier eine Schützin dabei ist und ihr seht auch, ich fokussiere die Schützen direkt, denn die muss sterben. Da war wieder ein perfekt getimter Typhoon, sodass sich hier nichts hielt. Perfekt gemacht vom Droiden. Und ihr seht auch, der Heal-Droide geht immer an die Katze, um Damage zu machen und zu helfen, wenn nichts zu healen ist. Das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr Healer spielt. Ihr müsst auch
Ja, auf 15 Nahen muss man es theoretisch nicht machen, aber wenn ihr mal direkt schon richtig spielen wollt, dann macht ihr auch als Healer immer mal so ein bisschen DPS und helft mit. So, hier ist auch wieder eine gefährliche Truppe. Leider hier keine Combustion ab. Da hat selbst die eine Minute nicht gereicht. Ja, hier muss man aufpassen, dass die Mobs nicht in den Boss rennen. Deswegen haben wir die hier hintergezogen. Abgesehen davon auch wieder blutig 14er. Ganz, ganz wichtig, dass die Boys hier sich nicht healen. Ihr seht, auch das hat gut geklappt. Obwohl wir jetzt die Schützen hier nicht gefokust haben, sondern erstmal den Caster. Aber auch das ist vollkommen okay. Ob man jetzt den Caster oder die Schützen fokust, ist egal. Hauptsache, man kickt den Prackwasserblitz. Die Schüsse von der Schützen interruptet man im Idealfall auch. Ja, mit Drachenodem könnt ihr das zum Beispiel machen. Was wir jetzt gemacht haben, ist alle hinter die Wand gegangen, damit die Schützen quasi zu uns kommt. Denn wenn man hinter der Wand steht, sind wir quasi nicht im Sichtfeld der Schützen und die kann sich nicht anschießen. Und dann bewirkt die WoW-Spielmechanik, dass sie zu uns automatisch läuft. So, jetzt haben wir hier den ersten Boss und der erste Boss ist ein Weibgrund von vielen Gruppen. Und ja, wenn ihr fixiert seid, müsst ihr durch Bomben laufen. Vor allem das erste Fixieren ist immer schwer, weil man dann gucken muss, was man direkt in eine Bombe bekommt. Bomben-Spawns waren jetzt okay. Ihr seht, der Cast war fast abgelaufen und ja, der Druide hat sie aber sehr, sehr gut gemacht. Blattlast zur ersten Bombe, nur leider bin ich irgendwie der Einzige, der da gerade drauf geht. Jetzt fixiert er mich. Das ist ein easy Fixate, weil dann immer schon die Bomben liegen. Das macht dann auch Spaß. Und ja, dann kann man die ein dann muss man den Boss einfach durch die Bomben durchziehen. Das macht man einfach, indem man hinter eine Bombe läuft. Jetzt die nächste Bombe. Ja, ihr seht, die ist schon bald am explodieren, aber das passt noch. Falls sie explodieren würde oder dass der Boss da reingeht, dann muss man da selber durchlaufen. Am besten der Tank, falls man das nicht tut und die Bombe einfach hochgeht, dann kriegt die Gruppe Damage und der kann durchaus One-Shotten auf der Stufe. Also, ja, muss man eventuell auch manchmal soaken die Bomben, aber im Idealfall kitet man immer den Boss dadurch, aber manchmal ist es einfach auch schwierig, das Ganze zu schaffen wegen den Bomb-Spawns. Jetzt habe ich ihn hier durchgezogen. Perfekt. Also das lief echt sehr, sehr gut. Echt jede Bombe bisher mitgenommen. Keine verfehlt oder so, keine Clown Fiesta. Das ist mir auch schon mal anders passiert. Im 22er Boranos Key, da habe ich gut rumgefailt. Aber gut, ist ja auch egal. Jetzt, erster Boss ist down, sehr, sehr schön, sind noch gut in der Zeit, bis hierhin alles sehr, sehr clean. Und da geht es auch weiter, hier die beiden Gruppen pullen mal zusammen. Combustion ist wieder ready, dann combusten wir einfach den Wellenformer. Wobei man dazu sagen muss, hier vielleicht gar nicht combusten, weil die Gruppe nicht so gefährlich ist. Und ihr seht, die fallen auch relativ schnell alle um, ist aber wahrscheinlich auch gut so. Dann hat sich da auch nichts geheilt, vielleicht wenn ich nicht combustet hätte, hätte sich vielleicht der Caster geheilt und es wäre Clown Fiesta geworden. Allerdings habe ich jetzt natürlich nicht mit so einem Pull gerechnet, weil hierfür hätte man lieber eine Combustion ready gehabt. Hier habe ich ein bisschen geschlafen und habe mich vom Trampen treffen lassen. Das darf auch normalerweise nicht passieren. Das passiert nur schlechten Spielern. Ja, und jetzt sehen wir hier eine kleine Shitshow. Die Wellenformerin castete der Blutigpfütze und da hat es auch den Furorkrieger zerrissen. Einfach, wenn die halt in der Blutigpfütze steht und dann so ein Cast durchbringt, dann macht er natürlich auch mehr Damage, denn Blutig heilt nicht nur, sondern die Mobs verursachen ja dann auch mehr Schaden, wenn sie da drinnen stehen und das ist besonders bei Castern super gefährlich, wie man hier sehen konnte. Zwei Milis sind schon gestorben daran. Ja, ziemlich schlechter Pull. Wahrscheinlich auch meine Schuld, weil ich meine Combustion nicht ready hatte, denn das hätte ich hierfür saven müssen, aber ich wusste halt nicht. Wobei es einfach wahrscheinlich auch ein bisschen RNG ist, weil der hat einfach gepullt. Hier kam jetzt das Schild durch, ihr seht, ich habe es gezauberraubt und jetzt habe ich es 5 Sekunden noch auf mir. 4, 3, 2, 1 und dann wird es jetzt explodieren. Ihr seht, es ist explodiert, hat ein bisschen Schaden gemacht und macht sogar auch einen Dot auf den Wellenformer. Aber der Aschewind Kommandant ist ja gegen vieles immun und der hat keinen Dot bekommen, weil er krass ist. Ist ein Kommandant. Und dann geht es hier auch direkt schon weiter. Wir haben hier rechts den Spinnenobelisken. Und da gehen wir jetzt auch rein. Ah, die Spinne ist auch immer so ein kleines Problem, vor allem in Random-Gruppen, dass man jeden Kick trifft. Da muss man auch mal ein bisschen gucken. Jetzt, ich kick jetzt hier nicht. Der Dingens hat zuerst gekickt. Jetzt haben wir alle drei gleichzeitig reingekickt. Alle quasi late gekickt. Das ist natürlich ein Problem, wenn man random geht und ohne Discord, dann passiert das. Aber ihr seht,
Selbst wenn so ein Cast durchgeht auf Stufe 20, ist es kein One-Shot und das ist das Gute daran. Da kann man sich das quasi erlauben und kann durchaus auch 20er ohne Discord spielen. So, jetzt sind ja so ein bisschen die Kicks delayed. Ich habe gesehen, keiner hatte ihn ready, also kann ich schön late kicken. Und ist da auch keiner reinkickt. Jetzt hat Dämonenjäger wieder ready, sehr schön late gekickt. Und das passt jetzt so ein bisschen. Jetzt haben wir die Kicks quasi ein bisschen auf unterschiedliche Cooldowns. Und dann klappt es auch meistens mal ganz gut. Es ist nicht so, dass die Leute nicht kicken können, nur man weiß halt nicht, wann der eine kickt und wann der andere. Ich für meinen Teil denke mir immer, Mage sollte eigentlich immer zuletzt kicken. Deswegen warte ich immer, bis alle anderen kicken und nicht... kickt mittlerweile nicht mehr instant rein, weil es meistens Melees machen oder die Tanks. Ja. Ansonsten, ihr seht ja, ich habe ja den Cooldown-Kick von allen anderen gut im Blick und sehe es da auch. Falls ihr Magier in der Gruppe habt oder ihr selbst Magier seid, dann würde ich euch empfehlen, immer zuletzt zu kicken, wenn kein anderer einen Kick ready hat. Deswegen sollte man sich auch so eine Weakaucher holen oder Exorcist Raid Tools ist es, glaube ich, wo man die Kicks der anderen sieht und dann immer kicken, wenn es keiner ready hat. Jetzt geht's ja weiter. Übrigens ist keine, nicht Exorcist Raid Tool, sondern eine Weak Aura, die Kicks, die Kick-Cooldowns, die man sieht. So, hier haben wir jetzt die Artillerie-Aufklärung einmal rein positioniert. Wunderbar, haben wir alle getroffen und ihr wisst, den, wie heißt der, Aschenwind-Kundschafter, ja, den benutzt man immer, um quasi Zeugs zu clearen. Man könnte jetzt den Aschenwind-Kundschafter auch weiterziehen, glaube ich, und noch mehr Gruppen damit clearen, macht man aber meistens nicht in Rendern-Gruppen. Und, ja, wir killen den jetzt einfach. Dauert jetzt ein bisschen Zeitverlust, aber gar kein Problem. Und, dann geht's auch sofort weiter. Jetzt auf dem Boot hier oder auf dem Schiff, auf dem kaputten Schiff haben wir auch wieder schlechter stehen. Die sollte man zuerst taggen, bevor man den Fußsoldat angreift. Und dann bekommt man auch da gute Prozente gut geschrieben. Und dann geht es auch hier schon weiter. Perfekto. Geil. Hier ganz wichtig, dass man auch wirklich drüber springt, sonst wird man vom Hai gefressen. Ist mir schon mal passiert. Und der hier seht ihr, ich tagge auch wieder die Schlechter. Ja, als ihr als Range könnt das auch übernehmen. Muss nicht unbedingt der Tank machen. Aber der Tank blastet da schon gut durch und weiß, was abgeht. Und ja, falls der Krieger Tank spielt, einfach mit heldenhafter Wurf die Boys einzeln taggen, damit ihr die Prozente kriegt. So, manche Boys spielen die Gruppe da vorne, manche nicht. Wir gehen jetzt, glaube ich, in den Blob rein. Problem nur hier ein bisschen zu spät, das Ashara Trinket, wobei man sagen muss, dass ich ja eh eine Minute Combustion spiele, von daher nicht so schlimm, wenn man das schlecht timet. Dann nutzt man halt das Trinket für die eine Äscherung und das PvP Trinket dann für die nächste Einäscherung. Problem nur dabei ist, die Combustion fällt dann immer nicht so hoch aus, aber absolut immer noch im guten Bereich. Oder sagen wir so, ausreichend für 20er Keys. So, was wir jetzt machen ist, Blut des Verderbers ziehen wir weiter. Wir wollen die Gruppe hier nicht spielen. Die ist meistens ziemlich schwierig und kann auch nervig sein, falls sich irgendwelche Mobs hier mit blutig. Und dann geht es hier auch direkt schon weiter. Und dann sind wir auch schon gleich bei der Schreckenskapitänin Lübke. So, der Verderber hier ist tot. Bam, weg mit dir. Dann geh mal raus und hier muss man auch immer aufpassen, ist auch ein Weibkrummt, eben weil da ein Aschenwind-Kanonier steht und der ist gefährlich mit der Breitseite. Deswegen hat der Tank jetzt hier erstmal Viererpull gemacht. Ja, wir haben auch blutig aktiv, ganz, ganz wichtig. Ist nicht zu unterschätzen, Boralus, der Affix blutig. Genauso wenig wie ein Kronensteig anwesend, der ist auch nervig. Und wir haben jetzt mal die vier Mobster gepullt und da erstmal die Blutigpfütze schön abgelegt. Und jetzt machen wir hier einen Fünferpull und wir fokussieren natürlich den Aschenwind-Kanonier. Man könnte eventuell auch den Aschenwind-Kundschafter kombasten, falls man den nicht leben lassen will. Aber der Aschenwind-Kanonier ist ganz klar der gefährliche Mob, wo die Leute meistens dran sterben. Eben weil er die Breitseite macht. So. Jetzt hier wunderbar mit Typhoon rausgekickt. Perfekt gespielt.
Und na, das war jetzt unlucky, dass die da einmal durchläuft. Da machst du nichts. Jetzt läuft sie so wahrscheinlich sogar einen Boss rein. Ja, da haben wir den Boss gepulst. Schade, schade, Schokolade. Da machst du nichts. Alles nicht perfekt gelaufen. Abgesehen davon, wenn man zum Bosspool eh nicht direkt BL ziehen, weil sie sich nach 15 Sekunden direkt schon zurückzieht und das dann nicht viel bringt. Man will jetzt den Aschenwind-Kanonier ganz klar fokussen. Das würde ich euch auch empfehlen als Magier, hier nicht irgendwie Flammstoß oder so zu machen, sondern macht einfach Single-Target-Rotor auf den Aschenwind-Kanonier. Ist vielleicht nicht das Beste für die Overall-DPS, aber für die effektive DPS. Und der soll halt so schnell wie möglich tot, damit wir direkt schießen können. Und die anderen zwei Mobs sterben dann meistens im Cleave. Jetzt muss einer die Kanone aufheben und dann müsst ihr nicht mal zum Boss schießen. Ihr könnt doch einfach irgendwo hinschießen, dann kommt die auch raus. So, Problem noch. Jetzt wird man normalerweise Bloodlust. Haben wir nicht ganz ready. Wir sind zu schnell. 30 Sekunden noch, bis Bloodlust ready ist. Und ja, ihr seht, die Combustion hier ist auch wieder richtig schlecht. Nicht mal ein Trinket benutzt. Also, ja, den Build kann ich halt nicht gut spielen, muss man so sagen. Und dementsprechend wirkt sich das auch in der DPS aus. Abgesehen davon hätten wir die eh jetzt nicht one-faced, von daher. Ich glaube, ich habe hier gewartet bis auf BL und dann jetzt beim nächsten Mal will ich richtig blasen. Allerdings, Combustion wird knapp, wobei 40 Sekunden geht sich wahrscheinlich gut aus. Jetzt kommt natürlich der Umhang-Proc, genau im falschen Moment. Den brauche ich dann, wenn Combustion aktiv ist, scheiß Blizzard-RNG. Und ja, jetzt geht's hier auch schon weiter. Aschenwind, die Breitseite, da muss man immer aufpassen, dass man da nicht stirbt. Falls ihr da drinnen steht, seid ihr One-Shot auf 20er Keys, auf niedrigeren wahrscheinlich eher nicht. Ja, jetzt haben wir die schon da gekillt. Aschenwindkanone muss abgefeuert werden, der lässt sich gerade ein bisschen Zeit, aber das finde ich actually gut, weil noch 5 Sekunden bis 2 des Onios. Und was mache ich hier? Oh, ich ziehe doch schon Combustion, aber habe jetzt noch das zweite Onion Trinket genutzt. Ja, bisschen scuffed. Und das Problem auch hier wieder Blaster Master jetzt getroppt. Plus, ich hatte keine Mechagon, habe ich schon ready. Also, das zackt halt immer ein bisschen bei den 1-Minuten-Mage. Da ist immer nicht alles ready. Irgendwas fehlt immer. Beim 2-Minuten-Mage hingegen ist dann immer alles auf einmal ready. Aber wir haben es hier geschafft, den Push. Dass sie nicht nochmal weggeht. Und das war doch dann ein gutes BL, I guess. Ihr seht aber, war ein bisschen niedrig mein Damage, wobei Boss Damage dürfte ich erster gewesen sein. Hier kann man hinter den Wagen gehen, damit man nicht abgeschossen wird. Der Tank läuft immer vor, macht dann heldenhafter Wurf oder so auf den Schützen, dann rennen die weg und müssen da einmal zu der Mauer auch hinrennen. Und dann spielen wir jetzt hier die komischen Murlocs. Ich frag mich sowieso schon immer, warum hier Murlocs und Hosen rumstehen. Das ist, finde ich, immer ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ja, hier hätte ich auch gerne eine Combustion Art gehabt, um den Verwüster zu combusten. Mache ich jetzt hier auch direkt. Ihr seht, immer schön auf CD einfach nutzen. Jetzt benutze ich auch wieder die Mechagon Armschiene, obwohl ich gar kein Trinket aktiv habe. Ob das so effektiv ist, weiß ich auch nicht. Glaub eher nicht, aber gut. Hauptsache einfach Combustion raus. Einfach raus damit und ihr seht, wir haben das Ganze dann ein bisschen beschleunigt hier und die sterben jetzt alle. Perfekt. Verwüster hielt sich auch nicht, gut gemacht. Jetzt chainpult er schon die nächste Gruppe. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht von Schmetterhieb getroffen wird. Wurde er anscheinend nicht. Hat er also echt gut gedodged, der Tank. Hut ab auf jeden Fall. Und er hier, da bei der Gruppe ganz wichtig, dass er den Orakel fokust. Erstickendes Wasser wurde, glaube ich, durchgecastet, weil keiner mehr einen Kick ready hatte. Und aber gefühlt hat sich keiner geheilt oder wurde es doch noch unterbrochen. Mit Einkerkern oder so, keine Ahnung. Jetzt instant da unterbrochen, perfekto. Und ja, nächster Verwüster wurde auch gepult. Combustion ist ready in 6. Ich frage mich, warum ich meinen Font der Power nicht benutze, aber benutze ich doch jetzt. Also zumindest dann ein Trinket wieder aktiv für den Verwüster, ja. Zack, Combustion war und schön Blaster Master, letzte Sekunde resettet. Perfekt, jetzt habe ich sogar mal Versengen eingebaut, das war gut. Schön gemacht, jetzt aber zum Ende doch nochmal ausgelaufen. Egal, nicht so schlimm. Und da haben wir auch den Verwüster tot. Nice. Ja, hat er sich einmal geheilt, nicht perfekt. Geht auf jeden Fall so, dass er sich nicht heilt, aber gar kein Problem. Der Tank spielt ganz gut. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Wir brauchen anscheinend nochmal ein paar Prozente. Spielen auch noch die Gruppe mit. Der Tank wird schon wissen, was er macht.
Geile Sache. Und dann haben wir hier einen Viererpull. Hätte ich auch natürlich auch gerne Combustion. Ah, da ist wieder der Verwüster. Okay. Ja, wie gesagt, hätte ich auch gerne Combustion ready gehabt für die Gruppe. Aber auch nicht so schlimm, wenn nicht. Wir sind ja hier gut am Durchblasten. So, bam. Pyro rein, in eine Banane gelaufen. Das darf euch nicht passieren. Ist Damage-Verlust. Und dann geht's hier wieder rein. Ihr seht, Combustion diesmal sogar ohne Rune. Uff. Und dann noch Mechagon-Armchen. Benutzt ja das. Hier seht ihr mal, wie eine Combustion aussieht. Also wie schwach, wenn ihr nicht eure Rune vorher platziert. Das ist ein gutes Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass es der eine oder andere von euch auch macht und es euch passiert, dass ihr die Rune vergesst, bevor ihr eure Combustion zieht. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass ihr immer eure Rune vorher setzt, bevor ihr Combustion drückt. Und ihr seht, wenn man es nicht tut, fällt die DPS durchaus niedriger aus und er ist einfach nicht gut gespielt dann. Muss man ganz klar sagen. Und dann geht es hier weiter. Wir gehen schon mal jetzt zu den Obelisken, weil wir jetzt einen Obelisken nutzen wollen, um ein bisschen was abzukürzen, weil wir jetzt erstmal genügend Prozente gespielt haben. Das reicht alles so. 79%, gut gemacht. Das habe ich nochmal gecancelt, keine Ahnung warum. Und er hat geschrieben Run, also wir sollen rennen. Wir wollen nämlich jetzt erstmal nur rennen, da muss man nicht irgendwie hier groß Damage machen. Ihr seht, aber ich bin ein bisschen slow, hatte keinen Blink ready. Healer wird jetzt auch sofort zurückkommen und mich ein bisschen healen. Hab jetzt einfach da das Geschwür getötet. Und ja, manchmal ist man als Mage ziemlich slow, vor allem wenn man keinen Blink ready hat. Dann ist Mage durchaus nicht so mobil wie zum Beispiel ein Jäger. Vor allem auch die Rune macht den Mage nicht gerade mobiler. Ja, Mage ist schon, ich würde sagen, schon einer der schwereren Klassen in WoW. Also nicht die schwerste, ich glaube die schwerste ist Feral. Oder wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, keine Ahnung. Theoretisch ist keine Klasse so wirklich richtig kompliziert in WoW, aber es gibt doch schon Unterschiede. Also ich würde schon sagen, dass ein Dämonenjäger-DD leichter zu spielen ist als ein Feuermagier. Weil da muss man doch schon mehr beachten. Während beim Dämonenjäger kannst du einfach drauf loshauen. Gibt's nichts groß zu beachten. Und ja. Dämonenjäger wurde jetzt da getroffen vom dunklen Furor. Ihr seht aber selbst, auf 20 kann man mal ruhig in Sachen stehen bleiben, wo man eigentlich niemals drin stehen sollte, weil das immer noch nicht one-shottet mit unseren Gear zumindest. Und ihr seht hier, der Tank macht einen kleinen Bug-Abuse oder ja, Ausnutzen von cleveren Spielmechaniken, wo er immer über den Zaun gesprungen, damit der Mob ihn nie erreicht. Und hat er gut gemacht. So, dann töten wir hier den Aschenwindkundschafter. Ihr seht den nämlich ins Tage, wobei es eigentlich dumm ist, den Aschenwindkundschafter zu fokussen, die Combustion da reinzujagen, weil, ich kann euch auch erklären warum, man den Aschenwindkundschafter eigentlich mitnimmt für die nächsten drei Gruppen vom dritten Boss. Ich habe ihn jetzt hier aber trotzdem combustet und ja, die Aschenwindhecken schützen fallen ja auch so um. Und jetzt hat er nur noch 4%, aber ihr seht, alle machen Damage. Stopp, alle wissen, was zu tun ist. Ja, ist doch gut. Ich könnte ihn jetzt auch schieben, glaube ich, damit er sich hielt, aber ich glaube, das geht auch nicht, keine Ahnung. So, 2% hat er noch. Solange da keiner Damage drauf macht, ist ja noch alles safe und ja, wir bekommen weiterhin die Flächen ab. Denn die Flächen will man auf jeden Fall benutzen, um die kleinen Mobs zu töten. Also der Aschenwind-Kommandant, der wird ja nicht betroffen von diesen Artillerieaufklärer. Der trifft den Aschenwind-Kommandant nicht, aber die kleinen Mobs halt. Und ja, deswegen solltet ihr auch immer, wenn ihr Magier seid, wenn möglich hier, falls ihr eure Combustion hier benutzt, einen Aschenwind-Kommandant einäschern. So, übrigens, falls ihr den Boss hier pullt, dann pullt ihr alle Gruppen, die da stehen. Deswegen solltet ihr das immer möglichst verhindern. Falls ihr die letzte Gruppe pullen wollt und das nur noch die einzige ist, die steht, dann kann man auch den Boss pullen, aber wenn alle drei Gruppen da noch stehen und ihr dann den Boss pullt, könnte eventuell gefährlich werden und dann bleibt ihr. Das wollt ihr verhindern. Und der übrigens Trampeln ist ja auch gefährlich. Das müsst ihr immer dodgen, müsst ihr immer gucken, wo der Aschenwind-Kommandant hinguckt, wenn er das am Casten ist. Jetzt hier ist Kauterisieren gebrockt, weil die Aschenwind-Heckenschützen, die schießen ja die ganze Zeit auf jemanden. Und das tut durchaus weh auf 20.
Und vor allem später auf, keine Ahnung, 24 one-shottet das wahrscheinlich. Deswegen müsst ihr da auch dann dementsprechend gut reinstern auf höheren Keys. Das machen wir jetzt hier nicht. Ignorieren wir komplett. Ja, aber ihr seht, wir leben ja noch alle einigermaßen. Dann eventuell auch mal eine lodernde Barriere reinballern, wenn ihr seht, dass die auf mich schießt. Jetzt zum Beispiel hat sie auf mich geschossen. Guck mal, hat gar keinen Damage gemacht. Oder nur ein bisschen, weil die lodernde Barriere ist schon nicht zu unterschätzen, das Schild. Das hilft schon ganz gut. So, jetzt wollen wir die letzte Gruppe. Blutig-Pfützen sind hier super nervig an der Stelle, deswegen pullen wir die jetzt erstmal hier hinter die Wand, I think. Jetzt kombaste ich hier erstmal kurz einen anderen, weil der Aschenwind-Kommandant noch nicht da war. Hab jetzt über das Target geswitcht, perfekt. Und falls ihr Dämonenjäger seid, der Aschenwind-Kommandant macht auch mal so einen Cast. Wenn der Cast durchkommt, haben seine kleinen Diener da untertan, haben da so einen Buff, dass ihr erlittenen Schaden 50% verringert ist. Das kann man aber wegmachen mit Arcana Strom einfach. Und das würde ich euch auch empfehlen. Und hier habe ich gepennt. Ne? Holy shit, einfach embarrassing gespielt. Also super, super schlecht. Ja, das darf halt nicht passieren, habe ich schon vorher gesagt. Zum Glück hat er sich da jetzt nicht hinten gehielt, der Aschenwind Heckenschützen. Das war gut. Ja. Der Battle Rest vom Druiden war jetzt vielleicht nicht der beste, aber wahrscheinlich haben wir noch genügend Ready, von daher hat er ihn einfach benutzt. Von daher alles gut. Hat zum Glück kein anderer gefällt und nur ich. Perfekt gemacht. Dann töten wir jetzt hier den Hardal Dunkel. Wie heißt der Hardal Dunkelgrund? Und mir kommt die Combustion rein. Der Boss ist auch nicht zu unterschätzen. Hereinbrechende Flut, da guckt er mal wohin und dann dürft ihr da nicht stehen. So, jetzt seid ihr One-Shot. Aber das Wichtigste ist die Gezeitenwoge, die kommt jetzt sofort. Und da muss man gucken, wo sie kommt. Die kommt von rechts, deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht irgendwie ganz rechts des Raumes steht oder ganz links oder ganz südlich oder ganz östlich. Und immer so mittig. Man sollte auch nicht ganz an der Statue stehen, weil wegen Wasserausbruch. Das hinterlässt ja auch bekanntlich eine Fläche am Boden. Und die bleibt dann da auch erstmal für eine Weile. Deswegen sollte man niemals an einer Statue stehen, weil man ja die Statue benutzen muss, um Gezeitenwoge zu dodgen. Und das kann gefährlich werden, wenn da schon die Flächen liegen. Die ticken natürlich auch rum, wenn man da drin steht. Also, ja, simpler Boss, aber kann man auch mal ganz easy sterben. So, jetzt machen wir einfach Damage. Wasserausbruch kommt hier, ja. Da ist es okay, wenn man die da ablegt, weil eben, ja, okay, jetzt hier Combustion war super bad. Weil eben da die Gezeitenwoge von links kommt und ich nicht in meiner Rune stehe. Das kannst du ja auch schon wieder gar kein zeigen. Also super, super bad gespielt. Da machst du gar nichts. Aber ja, es reicht trotzdem. Ja, 67k DPS ist nix. Das liegt dann natürlich auch am Kindling-Bild. Mit Meteor fährt man da wesentlich mehr. Und ja. Dann ist der Boss auch gleich schon tot. 12% HP noch, 7 Minuten noch Zeit. Sollte sich ausgehen von der Zeit her, wenn jetzt nichts mehr schief läuft. Haben ja jetzt nur noch gleich den Endboss. Gibt es keinen Trash mehr zwischen Boss 3 und 4. Und dann ist auch er tot. Das Gute ist, Combustion kommt wieder ab zum Boss. Jetzt könnte ich theoretisch schon Asharas Born der Macht machen. Mache ich hier wieder nicht. Blöd. Dumm. Jetzt mache ich es, aber es ist schon ein bisschen zu spät. Na, vielleicht klappt das diesmal Double Anius. 13 Sekunden, 12, 11, 10. Ja, Pull in 3, er pullt schon direkt. 8 Sekunden bis zweites Trinket. Ich ziehe einfach direkt Combustion rein. Ihr wollt auf jeden Fall den packenden Schrecken hier am Anfang combusten. Aber generell ist immer verwüstender Schrecke Fokus Target. Bin jetzt hier auch in der Mitte geswitcht, weil eben der Dämonenjäger auch auf den packenden Schrecken geht. Deswegen lieber früher switchen als zu spät, denn da kommt auch schon der zweite, wäre ich vielleicht nicht geswitcht, hätte der andere noch gelebt. Und ja, war übrigens wieder auch eine ziemlich schlechte Combustion. Hier hätte man lieber Meteor mitnehmen sollen. Und der Dämonenjäger, ihr seht, er geht einfach aufs packende Schrecken. Gut, er hat Meta ab, macht eigentlich Sinn. Aber ja, Feuermagier DPS ist immer nicht so geil. Ich habe das Gefühl, Feuermagier ist scheiße bei den Boss, weil man einfach nicht so einen konstanten Schaden hat.
Und gefühlt auf 20er Kies ist schon Feuermagier Damage zu low für die Verwüstung Schrecken. Aber der erste packende Schrecken ist tot, sobald der erste packende Schrecken tot ist, spawnen keine weiteren verwüsteten Schrecken mehr auf der Plattform. Und die Kanone wird aktiv. Ihr seht, dann muss man den in der Mitte abschießen. Problem nur hier, ich habe nicht getroffen. Jetzt ziele ich nochmal richtig. Also man muss auch schon wirklich richtig gut zielen. Das wusste ich auch noch nicht so genau. Habe ihn aber dann getroffen und dann geht es auch auf die nächste Plattform. Ganz wichtig hier, hier gibt es einen kleinen Trick auf der nächsten Plattform. Ihr seht jetzt hier, ich hätte schon den packenden Schrecken. Das ist übrigens ein brutaler Fehler, weil es eben einen Timer dann reinkickt und der zweite verwüstende Schrecken kommt jetzt schon in 10 Sekunden wieder. Und das lag an mir, weil ich die Spielmechanik noch nicht so kannte. Man macht quasi auf dieser Plattform erst den ersten verwüstenden Schrecken, wartet dann im Optimalfall noch auf CDs und bürstet dann voll den packenden Schrecken, denn sobald man den ersten Hit oder der packende Schrecken den ersten Damage hier auf der Plattform bekommt, erst dann kickt der Timer rein, der dann den nächsten zweiten verwüstenden Schrecken auf dieser Plattform beschwört. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wusste ich auch nicht, woher soll man sowas auch wissen. Das ist wieder eine strange Mechanik, aber ist eine Mechanik, die ich jetzt auf jeden Fall auch weiß und den nächsten Boralos Keys dann besser spielen werde. Ich gehe jetzt hier auf den packenden Schrecken weiterhin, einfach um ihn zu töten. Zum Glück gehen die beiden Milis auf den verwüstenden Schrecken, das macht doch Spaß. Und jetzt kommt hier der nächste verwüstende Schrecken, auch den töten wir. Weg mit ihm. Kanone ist geladen und entsichert. Perfekt. Und dann töten wir ihn auch direkt zum TM-isch. So, diesmal habe ich gut gezielt. Schön auf das Auge, schön auf die Bestie in der Mitte. Ja, jetzt geht's auf die letzte Plattform. Die letzte Plattform, da kann man sich theoretisch auch entscheiden, ob man direkt auf den packenden Schrecken geht. Machen wir hier aber nicht. Alle schön auf den verwüsteten Schrecken. Und dann, I guess, auf den packenden Schrecken. Weiß ich nicht genau. Ja. Hier ist auch genau das gleiche, glaube ich, der Fall, dass der zweite verwüstende Schrecken kommt da nicht so schnell, solange man den packenden Schrecken noch nicht hittet. Aber jetzt haben die den gehittet und dann sollten auch alle DDs fokussen. Ihr seht es. Noch 10 Sekunden jetzt bis zum verwüsteten Schrecken Nummer 2 und ihr seht, da konnten wir jetzt auch länger Damage machen, eben weil ich nicht direkt auf den packenden Schrecken am Anfang angegangen bin. Also eine interessante Mechanik, die ich noch nicht kannte und auf jeden Fall gelernt habe. Den zweiten verwüsteten Schrecken ignorieren wir jetzt einfach und das sollte man halt auch bei der Plattform 2 machen. Ihr seht, da haben wir irgendwie 4 verwüstende Schrecken bekommen. Das lag halt an mir, weil ich den Fehler begangen habe. Und direkt auf den packenden Schrecken gegangen bin und den verwüstenden Schrecken Timer aktiviert habe. So, aber der Boss ist geschafft. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist schießen. Perfekt. In Time plus 20 Boralos. Schön gespielt von der Gruppe hier. Paar Tode, aber nicht allzu wild. Und es hat noch gereicht für ein 20er In Time. Overall Damage von mir auch wieder ziemlich schwach. Glaube ich zumindest. Waren einige Fehler theoretisch dabei. Aber ja, ich würde sagen, wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein kostenloses Abonnement da. Und dann würde ich jetzt sagen, macht euch noch einen schönen guten Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.